Ja, hallo, Markus hier von Wohnmovlog. Auch im Herbst kann man mit dem Wohnmobil weg. Jo. Wir sind in Speyer am Technikmuseum und werden jetzt mal gucken, ob wir unser Wohnmobil in die Transall reinkriegen. Ja, heute kann man nämlich die Transall besichtigen und auch die Motoren von der Transall werden getestet oder werden laufen lassen. Und das will ich mal angucken. Jetzt sind wir im Museum drin oder beziehungsweise na, im ersten Gebäude. Ist relativ viel los, muss ich sagen. Gut, ist kurz vorm Wochenende. Oder ist am Wochenende kurz vorm Feiertag, von daher relativ viel los. Ihr hört es auch im Hintergrund, die Geräusche, der Geräuschpegel ist doch relativ groß. Ja, werden wir mal sehen, was wir denn noch alles sehen. Wir gehen noch ins Freigelände, da mache ich auf jeden Fall ein paar Aufnahmen. Seid gespannt, was alles kommt. In der ersten Halle, wenn ihr reingeht, habt ihr viele Fahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge, ihr habt auch alle Eisenbahnen. Wer sich dafür begeistert, ist hier ja richtig. Ihr habt hier Flugzeuge hängen, Bilder blende ich euch ein. Alle Flugzeuge vom ja, Zweiten Weltkrieg, auch ein bisschen modernere Flugzeuge, zumindest hier in der Halle. Was uns draußen erwartet, sehen wir dann noch. Exponate, die ihr besichtigen könnt. Ich stehe gerade auf dem Aussichtsturm oder beziehungsweise zum Eingang zu der Antonov. Ich kenne die Antonov, die Mi 24 noch, die ist natürlich noch größer wie hier, aber die ist ja nicht ausgestellt. Ich kenne die noch, weil ich die mal entladen habe. Ja, natürlich seht ihr auch hier wahrscheinlich das Glanzstück von der Ausstellung. Die Boeing 747, da werden wir jetzt langsam mal vorgehen und auch hochgehen. Es ist relativ viel los, ich weiß nicht, ob ich Bilder drin machen kann, wir werden sehen. Und wer schwindelfrei ist, kann natürlich auch auf der Boeing hier auf die Tragfläche raus. Bilder habt ihr auch vorhin gesehen gehabt, kann man auch locker rausgehen, aber ist echt nur für diejenigen, die schwindelfrei sind. So, wir gehen jetzt wieder rein, weil es fängt an zu pissen. Und na, nass werden muss ich nicht. Außerdem habt ihr hier eine Halle, die komplett für die Raumfahrt reserviert ist. Ja, wir gehen mal durch und gucken, was ich filmen kann. Wie gesagt, ist relativ voll. Und hier die ideale Essenspackung. Für diejenigen, die zu wenig Platz im Wohnmobil haben. Ja, einmal die Transall von hinten. Ja, steht direkt, ich nehme euch mal mit rüber. Directly. Neben dem Stellplatz. Also ihr könnt die auch vom Stellplatz aus sehen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die Motoren anschmeißen bei dem Wetter heute. Deswegen habe ich nicht direkt am Zaun geparkt, weil ich weiß, wie die Motoren laufen. Bin euch ja noch die Antwort schuldig, ob das Wohnmobil in die Transall passt. Passt. Ja, wusste ich aber schon vorher. Bin ja einige Kilometer mit dem Ding schon geflogen. Ihr seht jetzt noch Bilder, wie die Motoren laufen, wie die angeschmissen werden. Das wird zweimal hier im Museum gemacht. Das findet ihr im Internet, wann das stattfindet. Ist immer wieder beeindruckend, wenn die Motoren laufen, der Transall. Es macht ja recht Laune, dazu zu sehen. Nachdem die 2011 hier gelandet ist, haben wir 2019 ungefähr haben wir angefangen, die so weit instand zu setzen, dass man sie wieder anlassen kann. Thank you.
Und im Wilhelmsbau, ich bin jetzt ein bisschen leise beim Sprechen, da geht es ein wenig ruhiger zu. Wenn ihr ein bisschen Ruhe braucht, könnt ihr gerne hier reingehen. Vor allem, ihr habt ja auch noch die Ausstellung über die Lindenstraße. Da könnt ihr gucken, was denn die Else Kling so hinterlassen hat. Ja, und einmal im Café Beimar. Ja, Bilder seht ihr jetzt gleich. Ich hoffe, ihr seht mich einigermaßen. Im Hintergrund läuft eine Folge von der Lindenstraße. Ja, alles recht lustig. Die haben die Originalkulissen hier übernommen und Teile davon aufgebaut. Also für Lindenstraße-Fans auf jeden Fall sehenswert. Und das Akropolis gibt es natürlich auch. Ja, wenn ihr das Schild seht, seid ihr richtig. Wenn ihr den Chat hier oben seht, seid ihr richtig. Dann fahrt ihr vor die Schranke, zieht ein Ticket. Das braucht ihr nicht mehr entwerten. Fahrt dann seitlich, da wo die drei Wohnmobile stehen, jetzt hin. Stellt euer Wohnmobil ab und geht ins Hotel. Dort könnt ihr euch anmelden. Und dann geht auch vorne die Straße, beziehungsweise geht dann das Gatter vorne auf. Im vorderen Bereich habt ihr die Ver- und Entsorgung. Ihr könnt eure Toilette leider nur übers Camperclean sauber machen. Bei unserem Besuch war, naja, es hätte noch ein Plätzchen gehabt. Gegenüber von der Ver- und Entsorgung habt ihr hier noch ein Sanitärhäuschen. Ihr könnt auch spülen. Ist ein bisschen wenig für die 117 Plätze, aber sauber war es, wird viermal am Tag, glaube ich, gereinigt. So, wir haben jetzt noch einen privaten Termin. Wir sind einen Tag später. Da fahren wir jetzt hin. Wenn es auf unserer Tour noch zu sehen gibt, dann seht ihr das noch. Wenn jetzt der Abspann kommt, dann gab es nichts mehr zu sehen. Ne? Aber schon mal ne? Daumen nach oben, abonnieren, kostenlos abonnieren, Glocke drücken, dann seht ihr, wenn es was Neues gibt. So, wie gesagt, entweder Abspann oder es geht weiter. Gelandet in Germersheim. Nach dem jetzt mal privaten Termin sind wir nach Germersheim gefahren und stehen jetzt hier am Stellplatz, der überraschenderweise kostenlos war, weil die Schranke defekt ist. Mal sehen, ob wir noch irgendwo einen Obolus entrichten müssen, sollen, wollen. Ob wir noch vorbeikommen vom Ordnungsamt, werden wir sehen. Wir gehen jetzt mal in die Stadt und an den Rhein und dann Bilder dazu seht ihr gleich und dann sehen wir mal weiter. Und einmal am Rhein. Also nicht wie die Stellplatz-Apps alle sagen, über 10 Minuten bis an Rhein. Nee, waren nicht mal 5 Minuten, bis du hier bist. Bilder vom Rhein seht ihr jetzt gleich. Ist echt lustig. Kann man sich mal eine Weile die Schiff oder den Schiffsverkehr angucken, was denn alles vorbeikommt. Wer hätte das gedacht, ne? Am 31. Oktober noch schön am Rhein, in der Sonne, schön warm. Wir haben ja in der Sonne bestimmt, deswegen blinzel ich ja ein bisschen, weil ich gerade wieder in die Sonne schaue, ne? So dass ihr nicht in die Sonne schauen müsst. Ja, wir haben so, ich denke in der Sonne sind so fast 20 Grad. Richtig angenehm. Wir werden so gucken, ich glaube da oben steht ein Eiswagen, der hat auch noch offen. Oder bietet immer noch Eis an, da werden wir jetzt ein Eis essen gehen. Ja, auf dem Weg in die Altstadt, wer nicht spurt, kommt ins Restgebäude.
Information, da war ich gerade drin. Der Stellplatz oder beziehungsweise die Schranke ist defekt, man konnte nicht so reinfahren, jetzt wollte ich meinen Obolus entrichten, aber, ne, Obolus entrichten, ehrlich wie ich bin, wollte ich das machen, aber leider wollten die kein Geld von mir haben. Und nicht weit weg vom Stellplatz, quasi hinter der kantonischen Mauer, habt ihr hier noch einen Platz mit Springbrunnen, kleine Geschäfte. Hier gibt es auch, ja, kann man raussitzen, kann was trinken. Ich schwenke euch mal rum. Ja, dann seht ihr das auch. Hier kann man schön raussitzen, noch in der Sonne. Das Ganze ist die Festungslounge. Waren wir nicht drin? Keine Ahnung, ob es gut ist. Ja, und daher hat der Stellplatz seinen. Das Ganze schimpft sich Kanotsche Mauer und dahinter ist der Stellplatz. Stellplatz, Bilder seht ihr nachher noch. Einmal über den Stellplatz, der Stellplatz wie gesagt an der kantonischen Mauer. Der Stellplatz ist komplett gefliest. Ihr habt hier also keine Probleme, wenn es regnen sollte. Ja, werden wir mal sehen in den Bewertungen. Bei der Promobil steht, die Jugendlichen hier wären ab und zu hier. Und wir werden ein bisschen Party machen und sehen, wie es heute Nacht wird. Ich werde es euch noch sagen. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Sachen auf dem Stellplatz an und dann sehen wir weiter. Ihr habt hier eine Fernentsorgung, ihr könnt euren Müll entsorgen. Bei unserem Besuch war relativ wenig los. Es gibt natürlich auch Autofahrer, die den Parkplatz hier benutzen und drauf rumparken, obwohl es ein Wohnmobilstellplatz ist. Ja, zurück von unserer Tour durch Germersheim, die Bilder habt ihr gesehen gehabt. Ja, die Festungsanlage, die kann man sich mal ansehen, aber Germersheim selber, nun denn, Stadt wie in der Zwischenzeit viele andere auch, die Innenstadt ist quasi tot. Viele Geschäfte geschlossen, viele Geschäfte ja, aufgegeben und ich muss auch sagen, die Stadtverwaltung könnte ein bisschen was für die Sauberkeit tun in Germersheim. Da sieht's ein bisschen nicht so toll aus. Nennen wir es mal so. Für uns geht es jetzt weiter nach Heidelberg. Okay, Heidelberg, der große Touri-Hotspot. Wir kennen auch Heidelberg, aber wir haben noch einen Tag über, bevor wir nach Hause fahren. Und den nutzen wir jetzt. Wir sind in Germersheim, Heidelberg ist nicht viel. Ich hoffe, wir kriegen einen Stellplatz. Ihr werdet es dann sehen. Und dann schauen wir uns Heidelberg an. Altstadt, ja, war ich schon mal vor Jahren. Oder schon öfters mal vor Jahren. Aber mal gucken, wie es denn da aussieht. Wetter soll einigermaßen werden. Bilder seht ihr jetzt dann gleich von Heidelberg. Angekommen in Heidelberg. Wir stehen hier auf dem Stellplatz, den der Hako schon vorgestellt hat. Deswegen, ne, wer den Stellplatz sehen will, guckt bei Hako, was da los war. Ich werde da keine Aufnahmen machen. Schaut bei Hako rein. Geht dann los, schauen wir uns mal an, was denn alles in Heidelberg los ist. Ja, viele Bilder werde ich nicht machen. Kurzer Stadtrundgang, dann war es das. In der Altstadt von Heidelberg, hinter mir seht ihr die alte Brücke, habt ihr ja vorhin schon gesehen gehabt von oben, von der Schleuse. Und wir gehen jetzt mal auf die alte Brücke, machen ein paar Aufnahmen. Ja, Schloss sieht man von hier aus auch, aber schlechte Aufnahmen, weil ja, zwei Krane davor, daher gibt es vielleicht von einer anderen Platz ein paar Aufnahmen.
abseits vom ganzen Tourirummel findet mein Heidelberg auch noch ein paar ruhigere Stellen. Einfach mal eine Querstraße rein und schon hat man weniger los. Einmal ein Blick in die Fußgängerzone, die Hölle los. Naja, auch dem guten Wetter geschuldet. So langsam kommt die Sonne raus. Ich habe gerade ein paar Aufnahmen gemacht ohne Sonne. Ja, dadurch ist natürlich die Belichtung nicht so besonders und sieht nicht so besonders aus. So viel zu unserer Tour Speyer, Germersheim und Heidelberg. Na, ihr hört es vielleicht im Mikro, es blästert aufs Wohnmobil. Zeit nach Hause zu fahren. Ja, so viel zu dem Video. Ja, ihr kennt das Übliche, den üblichen Spruch zum Schluss. Ne? Daumen oben, abonnieren, kostenlos abonnieren, Glocke drücken. Bis dann, euer Maikus. Kommt gut nach Hause, kommt schön nach Hause.